Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Wer es mit dem Imkern begonnen hat, wer beginnen möchte mit dem Imkern, wer noch keinen Kurs gemacht hat oder aber einen schlechten Kurs gemacht hat, Imkerkurs, kann sich gern mein Buch Einfach Imkern mit der Bienenfarmer-Methode zulegen. Da wird auf 175 Seiten wird genau beschrieben, was wichtig ist bei der Imkerei, mit der Behandlungsgeschichte, wie man Bienenvölker richtig behandelt, welche gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen sind, wie ich mit den Ämtern gut klarkomme, wo ich Bienen aufstellen darf und viele, viele andere Dinge werden auf 175 Seiten beschrieben. Wo man das bekommen kann, mache ich hier einen Link rein. Das ist im www.imkerzentrum-eimeldingen.de. Ich werde auch einen Link in die Videobeschreibung reinmachen. Wer schon Imker ist, schon Erfahrung hat im Imkern und nicht mehr auf dem Beginnerniveau ist, der kann sich gerne mein Buch Der Erfolgsimker zulegen. Da wird auch auf 112 DIN A4 Seiten wird genauestens beschrieben. Jetzt zum Beispiel, da geht es auch um Zucht, wie man eine Zucht ordentlich einhalten kann in seiner kleinen Imkerei, egal wie klein oder groß die Imkerei ist. Die Oxalsäurebehandlung, Sublimierung über Jahre mit ausführlichen Tabellen wird beschrieben. Wie man eine Corporate Identity einrichtet, Informationen zu Wildbienen, wie man seine Imkerei zukunftssicher machen kann, alles diese Dinge, ein CO2-Zertifikat zu erhalten, wäre zum Beispiel auch so ein Ding, alles hier drin. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Eigentlichen, nämlich zu dem Video jetzt. Ja, jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen zu einer besonderen Situation, und zwar Handhabung mit Abideas. Ich habe hier ein Abidea. Da habe ich, die kam am 20.05. ins Freundschaftsfindungscamp mit einer Zelle. Am 27.05. Habe ich kontrolliert, da war nichts da. Deswegen haben die eine Zweitschlupfzelle bekommen. Die hat dann funktioniert. Am 13.06. habe ich die Königin gezeichnet. Brut war da, war alles in Ordnung, aber dann wurde die Königin rausverkauft. Am 30.07. habe ich eine neue Zelle reingegeben. Ich habe die Zellen, die sie angezogen hatten, habe ich im Video gezeigt, gebrochen, habe eine neue Edelzelle reingegeben. Schlupf sollte sein 4.08. Und naja, jetzt haben wir den 18.08. Jetzt kann man da auch mal reinschauen. Wir sind sowieso wieder dran mit Futterüberprüfung. Vielleicht brauchen sie Futter. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Das kennen wir doch. Schauen wir rein zusammen. Na, ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ihr werdet sehen. Ja, wie ich vermutet hatte, Futterkammer ist radikal leer. Die brauchen was zu essen. Na, gut verkittet. Ich hoffe, die Königin muss ich nicht oben drin suchen. Ich will jetzt erstmal nach dem Mädel schauen. Hier vorne das Rähmchen haben sie noch nicht ausgebaut. Da mache ich das mal weg, dass wir ein bisschen Platz haben. Verkittungsweltmeister. Ganz vorsichtig, sonst löst sich das Rähmchen. Also die Seitenteile lösen sich sonst vom Oberträger. Die habe ich ja schon mal geklammert. Das ist ein bisschen ein Nachteil bei dem. Die sind aber dran. Ja. Und dann geht man wieder hier rein.
So. Lass mich da mal hin. Die rauschen ziemlich, also ist ein Hinweis darauf, dass es vielleicht ein Problem mit einer zurückkehrenden Königin gibt. Dass sie eventuell gar nicht zurückgekommen ist. Also hier ist nur Pollen. Es könnte sein, dass das nicht funktioniert hat. Das könnte sein. Ist auch nur Pollen. Ein bisschen Essen. Was Königin ähnliches kann ich nicht erkennen. Essen. Keine Stifte. In den freien Zellen. In der Kiste sehe ich sie auch nicht. Nein. Also ich glaube, das hat nicht funktioniert. Auch nur Essen. In den freien Zellen. Keine Stifte, keine Brot, nix. Ja. Da ist nichts drin. Also Essen haben sie genug. Sie kriegen aber trotzdem nochmal, weil sie bekommen eine Edelzelle. Die Edelzelle kommt hier rein. Also schaffe ich schon mal gleich ein bisschen Platz. Ihr müsst hier weg. So.
Aber vorsichtshalber, ich meine, sie verhalten sich so, als wenn keine Königin da wäre. Vorsichtshalber schaue ich doch noch mal oben nach. Das haben sie auch nicht ausgebaut, das vordere Rähmchen. Ja, löst sich und schon wieder weg. Gut, dann lassen wir das. Mal schauen, ob es mit dem geht. Natürlich ist das alles, das löst sich auch schon wieder. Ja, es ist alles ein bisschen einfacher mit Kunststoffrähmchen. Ja, ich möchte gern Kunststoff, soweit es irgendwie geht, vermeiden. Soweit es geht. Ganz vermeiden kann man es nicht. Aber wenn es nicht sein muss, und mit Rähmchen muss es nicht sein. Der Nachteil ist halt, dass immer mal wieder Rähmchen kaputt gehen. Ja, da ist auch nur Essen. Hier ist die Zelle gewesen. Die ist geschlüpft. Ganz normal geschlüpft, sauber geschlüpft. Aber es ist hier nur, alles nur Essen. Ja. Das ist alles frisch gebaut, da ist nichts, vermutlich. Na komm, okay, geht. Da ist auch nur Vollessen. Keine Königin. Ich würde sagen gut, aber das ist nicht gut. Sollte natürlich nicht so sein. Kommt jetzt erstmal die Speisekammer raus. Ja, oh, auch populisiert wie verrückt. Oh, haben die zu populisiert. Oh, jetzt geht's. Bienen sind genug hier drin, das passt. Müssen die Bienchen ein bisschen nach unten gehen, dass es keine rauchenden Köpfe gibt. Na komm, Mädels, ab geht's, los.
wie die kleinen Kinder. So, jetzt ist gut. Kommst du da raus? So, die haben, sind noch nicht drohnenbrütig. Dann halt nicht. Die sind noch nicht drohnenbrütig, also man kann hier noch was retten. Ist noch was zu retten. Ist halt so. Mal gewinnt man, mal verliert man. Aber einfach immer nah dran sein, nicht auf gut Glück. Mit den Bienen arbeiten. Jetzt sind sie natürlich ein bisschen aufgekratzt. Aber das legt sich auch wieder. Die rufende Königin, man sieht sie ihnen an. Ja. Da werden wir Abhilfe schaffen.